Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 11. August. Es ist besser ein Gericht Kraut mit Liebe, denn ein gemästeter Ochse mit Hass. Sprüche 15, Vers 17. Der König Salomo, von dem dies Wort stammt, stellt uns zwei Häuser vor Augen. Im einen wird ein herrliches Fest gefeiert. Gäste, Wein, gemästeter Ochse. Im anderen steht nur eine Schüssel Kraut auf dem Tisch. Wo ist es schöner? Wir antworten natürlich, bei dem gemästeten Ochsen. Falsch, sagt Salomo. Schön ist es nur dort, wo die Liebe regiert, wo Gottes Geist Freundlichkeit und Güte gewirkt hat. Wenn die Bibel nämlich Liebe sagt, dann denkt sie an den Herrn Jesus, der Gottes Liebe zu uns gebracht hat und durch seinen Geist die Herzen erneuert. Sehen wir uns doch einfach zwei biblische Gastmähler an. Das eine wurde im Palast des Königs Herodes gehalten. Wein und gutes Essen hatten die Köpfe erhitzt. Nun tanzte die junge Salome und erregte alle Sinne. Der König brülle: Wünscht dir was, Mädel? Und sie wünschte sich das Haupt des Gottesmannes Johannes. Schauerlich, eine unerlöste Welt mit ihren gemästeten Ochsen. Das andere Mal war sehr einfach. 5000 Menschen saßen um Jesus her in der Steppe. Es wurde sehr still, als Jesus die paar Fische und die wenigen Brote dankend vor dem himmlischen Vater ausbreitete. Aber dann aßen alle und wurden satt. Und es war große Freude und tiefer Frieden über diesen Mahl. Welches Gastmahl war wohl schöner? In einem alten Lieder heißt es: O Selighaus, wo man dich aufgenommen, du wahrer Seelenfreund, Herr Jesus Christ. Herr, wir danken dir, dass du Frieden schenkst und Liebe. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.